Was ich befürchte momentan, bei aller Hilfsbereitschaft, die ich sehe und die mich glücklich macht und die mich als freien Demokraten deshalb stolz macht, weil Bürger bewiesen haben, dass man auf den Staat nicht warten muss, sondern dass man es selbst organisieren kann. Ja. Hätten wir auf den Staat gewartet, das wäre alles zusammengebrochen, wie nichts Gutes. Wir müssen sehen, dass es tatsächlich auch mentale, physische und sonstige Kapazitätsgrenzen gibt. Die Kunst, die wirkliche Kunst wird darin liegen, erstens die Bereitschaft, die große Bereitschaft der Deutschen zu erhalten, sich um die Menschen, die Schutz suchen, zu kümmern, gleichzeitig aber auch das Sicherheitsgefühl, das arg strapaziert worden ist in den letzten Wochen, aufrechtzuerhalten, also die zu vermeiden, dass eine grundsätzliche Abwehrhaltung eintritt, denn selbstverständlich ist klar, dass unter denen, die zu uns kommen, nicht nur gute Menschen sind, sondern auch böse Menschen. Selbstverständlich muss uns klar sein, dass die Menschen, die zu uns kommen, aus Bereichen kommen, bei denen es seit Jahren keine Staatlichkeit gibt, sozusagen, wo nur Anarchie geherrscht hat. Und selbstverständlich muss klar sein, dass nicht der Satz uns hilft, wir erwarten von ihnen, sich sozusagen in unsere kulturelle Gemeinschaft einzugliedern, sondern man muss ihnen überhaupt erstmal erklären, worin unsere kulturelle Gemeinschaft besteht. Das Wissen bringen sie ja nicht mit. Ich akzeptiere wirklich nicht, dass Recht gebrochen wird, weil angeblich humanitäre Aspekte das erzwingen. Wenn wir anfangen zu sortieren, dass jemand Recht brechen kann, nur weil er ein guter Mensch ist oder nur weil es einem guten Zweck dient, dann wird Recht willkürlich. Denn wir alle werden uns nicht darauf verständigen können, dass wir alle Zwecke gleichzeitig für gut und nicht gut finden. Ich akzeptiere auch nicht, das sage ich immer ganz offensichtlich, dass unsere Bundeskanzlerin einen Akt von Selbstherrlichkeit konsequent Recht gebrochen hat. Ja. Selbstverständlich können wir nach Dublin 3, Artikel 17 auch ganze Menschengruppen übernehmen in eigene Verantwortung. Also wir können anderen Ländern sozusagen Flüchtlinge abnehmen, um sie selbst bei uns zu organisieren. Aber das bedarf eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, den kenne ich nicht. Und verstehen Sie, das ist mein persönliches Problem, weil unter der Überschrift, wir wollen etwas Gutes bezwecken, wir anfangen, die Akzeptanz von Recht in unserem Lande auszuhöhlen. Warum soll ich mich nur an Regeln halten, wenn andere sich daran nicht mehr halten müssen? Wir haben eine rechtliche Verpflichtung, und daran halte ich mich, Menschen in Not die humanitäre Hilfe zu gewährleisten, Kriegsflüchtlinge die humanitäre Hilfe zu gewährleisten, das kennt tatsächlich auch keine Obergrenze. Humanität kennt keine Grenze. Aber auch unsere Kapazitäten haben irgendwann mal Grenzen. Und deshalb sage ich, müssen wir Verfahren entwickeln, die dazu übergehen, dass wir nicht nur darüber reden, wir brauchen eine europäische Lösung, sondern wir brauchen eine europäische Lösung. Es sind 12 Millionen Menschen momentan auf dem Weg nach Europa. Europa kann die verkraften mit 540 Millionen Menschen. Deutschland alleine würde daran zugrunde gehen. Das muss man wirklich wissen. Gibt es denn nicht Situationen temporär? Wir haben kürzlich noch geehrt Helmut Schmidt als den Preisträger des Gustav-Stresemann-Preises, Hamburger, der saß hier auch in diesem Saal, wurde geehrt. Und alle Hamburger, alle Norddeutschen, alle Deutschen werden sich daran erinnern, dass er in einer bestimmten Situation der Sturmflut auch Recht gebrochen hat, um Menschenleben zu retten. Ist es dann nicht in bestimmten Situationen moralisch erlaubt, zeitweilig einen Umweg zu nehmen, wenn man es später wieder korrigiert? Also wenn man Menschenleben retten will, nicht, das gibt es den allgemeinen Begriff im Strafrecht der Nothilfe oder des Notstandes. Es gibt auch einen übergesetzlichen Notstand tatsächlich, in dem man Maßnahmen ergreifen kann, die recht aktuell gerade, was heißt brechen, die sozusagen Recht für einen kurzen Moment außer Kraft setzen. Aber das Schöne an Helmut Schmidt, dieses Beispiel finde ich immer sehr gut, er hat sich anschließend massiv dafür eingesetzt, auf diese Erkenntnis heraus, das Grundgesetz zu ändern und die Amtshilfeverpflichtung auch der Bundeswehr bei Katastrophenfällen zu implementieren. Er hat nicht gesagt, das machen wir jetzt so weiter, sondern hat gesagt, wir passen das Recht jetzt an. Weil wir festgestellt haben, dass unsere rechtlichen Regelungen mit solchen Situationen nicht zurechtkommen. Ich habe bisher nicht gehört von der Bundesregierung, dass sie bereit ist, das Recht insoweit anzupassen, sondern sie brechen es kontinuierlich weiter.